steig in den Wagen. Wir haben was vor. Wir sind mitten im Krieg. Im Pizzakrieg. Endlich. Endlich packen wir es an. Ich frage mich jedes Mal, warum ich in diese Kammer reingehen kann. Irgendwas kann ich hier machen. Two and a half dizzy. Hm. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Ich muss fahren? Es steht fest, Jungs. Seid ihr euch sicher? Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Tja, dann werden wir Morello mal so richtig schön an die Wand kleistern. Hat jemand für mich noch eine Tommy? Drück aufs Gas, Tom. Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie. Endlich ist er selber dran. Damit schließen wir den Titel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Tommy? Tommy! Mann! Da läuft Ave Maria! Schnauze! Ich schwitze nur wie verrückt. Ich schwitze auch! Bin ich denn? Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erlebt. Wo gehst du hin? Komm zurück zum Wagen! Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ich sehe gerade, ich habe an der Decke Tommy. Blutspuren von der Mücke. Mann. Können wir jetzt ruhig sein? Ich will Ave Maria hören. Ich bin gerade so im richtigen Hitman-Feeling. Um Morello zu erschießen. Jetzt halt deine Schnauze, sonst fliegst du aus dem Auto. Mann, ey. Und jetzt genießen, bitte. Und mich lässt du hier? Komm zurück! Du sitzt doch im Auto! Was für ein... Also das ist wirklich ein Meisterwerk. Das ist wirklich ein Meisterwerk an musikalischer Kunst. Entschuldigung, hab Chat gelesen. Papa Platte wäre jetzt gebannt. Bitte? Ich sehe ihn. Heiz ihm ein. Habt ihr gerade den Menschen erschossen? Den Passanten? Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Worauf schießt ihr eigentlich? Oh oh. Oh oh. Los, Tom! Oh! Oh oh. Alle seine Jungs mitgebracht. 1933 gab's noch kein Chat. Fehl-LP. What? Na klar gab's damals schon Chat. Wovon redest du? Häng dich ran,
Tom, sonst macht der Don uns fertig. Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar. Ah, die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Scheiße, die Kiste steckt zu viel ein. Ha! Oh! Kommt schon, Jungs, wir übernehmen die Stadt. Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Das glaube ich auch. Sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Erstens alle Leute. Warum machst du ein 180? Los, Tom. Häng dich an den Fettmanns dran. Oh Mann, ich glaube, ich habe schon wieder verkackt. Okay, wir sind noch in Business. Oh, oh. Wo geht's wenn denn lang jetzt hier? Taucht er Monate unter. Oh, shit. Oder länger. Er oh, darf shit. Nicht entkommen. Ja, ich weiß. Aber er kommt... Fischt. Verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat? Wir müssen ihn heute schnappen. Okay, ich sehe ihn noch. Oh, come on, Spiel. Ich habe ihn doch gesehen, wie er abgebogen ist. Und warum? Mann, ey. Oh, Polizei, dein Freund und Helfer, ey. Wenn man einmal die Polizei braucht. Wenn ich ran, Tom. Sonst macht der Don uns fertig. Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Oh, oh. Die müssen wir zuerst ausschalten. Edi Neu übrigens, by the way, ich grüße dich. Und warum hast du dich umbenannt, Edi Neu? Von denen haben das Theater beobachtet. Oh lol, ich hab einen aus dem Auto gesnipert. Sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Irgendwie kommt der Text mir so bekannt vor. Genau so, Tom. Moin, Magga. Heute wieder nicht die Wurst foliert, habe Angst vorm Blindwerden. Kann ich verstehen. Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Ach shit, der ist hier durchgefahren. Oh oh. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Nein! Diese blöde Laterne! Pi, dankeschön für 3 Monate. Was? Okay. Jungs, habt ihr... Oh Gott, nein! Au, doch! Ja, ich pass durch! Okay, gut, alles... Oh Gott! Das war knapp. Ist das ein China? Oh, wir sind wieder in Chinatown. Ey, wenn du mir jetzt von hinten in die Seite reinfährst... Mann, ey! Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Back! Das wird ganz schön eng. Ach, das ist nicht eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Na klar. Back hier! Ja, gut. Leider, ey, Verschnitt gibt's immer im Baumarkt. Verschnitt gibt's immer im Baumarkt. Oh oh. Muss ich durch die Mitte durch? Gott, diese Kerle geben nicht auf! Wir auch nicht. Wir ziehen das voll durch. He dead? Yes, he dead. Was fährt der denn für ein Panzer da vorne? Oh oh, da kommen LKWs. Okay, we got him. Gerne. Oh! Will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben.
Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen. Weiß ich nicht, wenn da hinten dran drei Leute aus dem Auto ballern, hätte ich's auch eilig. Verdammtes Flugzeug. Das sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Wir haben Gesellschaft. Ich sehe sie. Seid ihr okay? Ja, nichts passiert. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Daneben zu Fuß! Los, Bewegung! Okay, die Kiste war jetzt nicht so eine gute Idee. Möchte ich mal kurz meinen. Okay, easy, kein Problem. Wo denn? Sag mal! Scheiße, was ist denn das da? He dead? Ach scheiße, die gehören zu mir. Oh. Hoppla! Sorry, Team, alles gut! Wo ist denn Morello Forello? In diesem Hangar! Oh, das Ding hat mehr Spray als die AK in Dix hier. Na. Counter-Strike. Komme ich hier irgendwo an der Seite drin? Oh nee, natürlich nicht. Ich muss hier halt wieder schön vorne in den Haupteingang rein, oder was? Dead. Oh shit, I'm dead. Okay, gut, kein Problem. Ist das diese Enfield? Ja, ne? Ich glaube, Enfield heißt sie. Oh! Der hat geschmeckt. Der hat geschmeckt. Oh, nee, warte. Excuse me, officer. Ich wollte gerade sagen, wie kannst du da in der Mitte von dem Raum stehen? Entschuldigung, Jungs, ich muss hier noch einen Comic einladen. Excuse moi, huh? Diddy, ich grüße dich übrigens. Moin. Ich habe das mit deinem Arm ab und Arm dran noch nicht verstanden vorhin, falls du noch da bist. In das Auto! Tommy, vor uns. Oh Gott. Und von uns. Was? Steig ein, Mann! Ich sitz doch drinnen, jetzt fahr los! Hold now, what you have.
zu langsam. Zieh uns hoch! Er will starten! Zieh auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Ich übernehme das Steuer! Warum? Weil ich hier der Fahrer bin! Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen! Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Oh. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Ja, die grillen gerade. Professor, Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Oh, ja, das war knapp. Aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet. Wir sind Snoop Dogg has Fersen. Entered the plane. Hey, for 20, bravo. Geht der runter? Ja. Ja, geht der. Oh, oh, ah, oh, ah, okay. Was war da los? Der geht aber sowas von runter. Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Ey, Morello Forello! Oh, jetzt muss ich auf das Grundstück rauffahren? Come on! Ach, so ein Quatsch schon wieder, Mann, ey! Oh mein Gott. Als ob er noch lebt. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Schön erst mal ein 50er Magazin reingeklatscht. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Tja, also ich würde sagen, wir sind da auf Nummer sicher gegangen beim Ermorden und wir haben sichergestellt, dass Morello wirklich tot ist. Ich glaube, der ist wirklich tot. Was? Hä? Wie, du bist gestorben? Hä? Durch was denn? Durch Cutscene? Oder was? Alles klar?
Tod durch Cutscene. Na gut. Oh, das war jetzt gerade der erste Tektonik. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Holo. Okay, baby, come on. We can do it. Yes, okay, alles gut. Kein Problem. Nice. Sie verfluchtes Phantom. Ich hab sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Kennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Pepone? Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört, also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen, macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich, dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten.
Ey, jetzt mal wirklich unter uns. Also, wir sind doch letztens gerade noch Taxi gefahren. Was ist denn aus uns geworden? Gab's Probleme? Nein, Boss. Keine Probleme. Hier, ein Abbild von mir, Ende nächsten Monats, wenn der YouTube-Kanal läuft. Gewöhnt euch schon mal an das Bild. Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist, wird panisch. Hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter, tauchen nicht mehr auf. Paulie ist dein Freund und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Paulie und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Winnie einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Das Rednerpult gelesen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Hühnerauge? Ich hol mir von Winnie die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Sag mal, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass die Leute, die da in der Familie sind, dem Don Geld geben müssen? Habe ich das gerade richtig verstanden? Das ist ja weird. Na, hübscher. Ladies. Deine Dame. Frau hat dich nicht verdient, weißt du das? Ach, der schaut nie rüber. Ist ein braver Junge. Dann haben wir ja endlich mal ein ordentliches Geschäftskonzept, womit wir hier, ja, meine Damen und Herren, die wissen Bescheid, die können jetzt jeden Monat ihr eingetriebenes Geld an den Don abgeben. Ja, klingt nach einem guten Job auf jeden Fall. Das klingt nach einem sehr guten Job. Den finde ich gut. Hey, Tommy. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hab da was von einem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen. Also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Hängt bei der jungen Dame ein bisschen was auf dem Arm? Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Such dir einen Weg rein und geh zum Wachturm. Vinny. Ganz oben ist abgesperrt. Vinny, ich muss mal genau hingucken. Sag mal, Vinny, bei der Frau auf deinem Arm, ist das deine Frau? Hast du die so in Erinnerung? Oh. Hey, Treit Moinsen. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen.
Wir sind ja hier nicht bei, wir sind ja hier nicht bei Instagram, ne? Aber das ist ein bisschen weird. Hat man sich nicht immer die schönen Erinnerungen, tätowieren? Ich finde die Sounds sehr dröge und die Animationen wirken alle komisch schnell. Ja.